Arbeit, Commander. Genau wie ich. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Abmarsch! So, kurz durchatmen, weil jetzt wird es schwierig. Ich habe nämlich die komplette Munition für meinen schweren Knarre verschossen und wenn ich nicht irgendwie nochmal Munition kriege, wird es echt schwierig. Okay. Ich hab's jetzt, die könnte ich feiern. Hallo, mein Freund. Interessiert die nicht. Was war denn das, Grunt? Ich seh's. Boah, der geht mir auf die Kekse, ohne Witz. Ja, die Gefallenen werden nicht beachtet. Das glaube ich doch das Wort. Bewusstsein braucht niemals Schmerz zu fürchten. Ja, das klappt, das klappt, das klappt. Nee, jetzt kommen die noch. Wie viele Feinde kommen da? Oh ne, oh ne. Zeit zu kämpfen.
Stark gepanzert, die Dinger. Aber trotzdem machbar. Das war, glaube ich, der letzte. Ich habe noch 3 Schuss mit der Mega-Knarre. Gut. Hauptsache, ich habe noch ein paar Schuss. Scheiße, abspeichern ist nicht. Das heißt, ich muss nur von vorne anfangen. Nein! Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die danke für deinen Follower, 2600 noch was. Als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Zu lang die Zahl. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Mhm. Exakt. Frankensteins Monster. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Da kommen noch mehr. Feindbeschuss! Das war fail. Hier sind die Vorbotenieren. Das war der letzte. Auf die Injektionsschläuche schießen. So, jetzt muss ich aber so fertig gehen. Wo landet da? Wo kommt da? Da vorne. Kurse wahnsinnig, oder? Boah, der geht mir so auf den Keks. Sie werden sein wie wir. Sie werden mich nicht aufhalten. Meine Angriffe
unser Reich. Wir sind die Gegner. Schon. Jetzt kommen sie von zwei Seiten. Letzte, komm! Wir sind noch nicht fertig. Das war Phase 1. Shepard an Bodenteam, Statusbericht! Jack hier. Ich mache alles nieder, was kommt. Bin jederzeit zum Abgang bereit. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Eddie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Er hat recht. Wenn Ihr Feind Ihnen eine Waffe gibt, benutzen Sie sie. Eine andere Chance kriegen Sie vielleicht nicht. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Okay. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos. Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen. Das ist die richtige Entscheidung. Weg hier. In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungsimpuls ab, der alles an Bord tötet. Oh nee. Thank you.
schon. Noch Munition. Wir übernehmen die Kontrolle. Einfach mit allem, was ich Hand hoch. Munition, komm. Ich brauch Munition. Die Aus sind seine Schwachstellen, okay. Oh, ich habe Munition, Crit. Mal gucken, wie das wirkt. Ich verletz niemand. Ja komm, zeig dich, trau dich. Bringt nix. Aber ich schau die Panzerungskanonen nochmal. Leute, ich bin übelst gerade angespannt, weil ich ehrlich gesagt echt nicht weiß, ob ich Stannen packe. Der ist doch ein bisschen heavy gerade unterwegs. Danke. Und dir auch eine gute Nacht. Und ja, wie gesagt, im VOD sicher die Skyler Gang ist, wenn du willst. Und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Direkte Intervention ist notwendig. Zerreißen muss Shepard. Ist Fane gerade? Oh ne, Fane ist runtergefallen. Ich weiß das.
Fleisch ist ein Misch. Das ist Nacht. Das war jetzt knapp, ey. Ja, es bleibt aber nicht so. Jetzt kommt der dritte Teil. Der wird ziemlich stramm. Danke für dein Follower, Remember Luna Sec. Und willkommen im Stream. Hören Sie mich? Commander! Kommen Sie, Shepard, lassen Sie mich nicht hängen! Hören Sie mich! Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Komische Erlösung.
Shepard, ein neuer Tag ist angebrochen. Und wir müssen Ihnen für unsere Erlösung danken. Es geht hier darum, die Reaper zu besiegen. Richtig. Aber ein Teil von Ihnen ist doch bestimmt auch aufgeregt, angesichts der Möglichkeiten. Die Anpassung der Technologie von der Kollektorenbasis könnte der größte Fortschritt für die Menschheit seit der Entdeckung der Portale sein. Das wird unsere Dominanz über die Galaxie sichern. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Das ist ein und dasselbe. Meine Mission war schon immer, die Stärke der Menschheit zu fördern und zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Idealismus blenden. Die volle Ausnutzung des Potenzials der Basis bewirkt das Gleiche auch bei uns. Wir müssen alle möglichen Ressourcen gegen die Reaper einsetzen. Nichts darf sich dem in den Weg stellen. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Wenn Sie etwas zurückbehalten, ganz egal was, sind Sie draußen. So leicht ist das nicht, Shepard. Wir brauchen einander. Joker, schalten Sie ihn ab. Hä? Einfach mal stehen gelassen. Und alle haben überlebt. Jupp, dem sei auch sind krass. Sie kommen.